Wir sind hier im Gemeindehaus. Vor 6 Jahren ungefähr habe ich hier meine Arbeit begonnen in der Kirchengemeinde Ahle. Und jetzt verabschiede ich mich und nehme Sie mit, nehme euch mit hier durch die Orte und die Räume, in denen ich gearbeitet habe. Im Gemeindehaus haben sich ganz viele Menschen getroffen, von den Kindern bis zu den Alten. Ich habe hier mit vielen gesprochen und habe vielen Menschen zugehört. Ich möchte Danke sagen, vor allen Dingen denen, die mir hier Dinge erzählt haben, anvertraut haben. Ich möchte Danke sagen für das, was ich hier auch lernen durfte. Und das waren Menschen, die von hier kamen, aber auch die Menschen, die von ganz weit weg kamen. In diesem Haus haben wir auch gefeiert, haben gemeinsam gegessen und haben auch Gottesdienste und Andachten gefeiert. Hier sind sich Menschen begegnet. Hier haben Menschen auch gelernt, weil wir hier auch zum Beispiel Vorträge hatten oder Informationsveranstaltungen. Das Leben spielt sich in erster Linie, denke ich, hier im Gemeindehaus und draußen vor dem Gemeindehaus ab. Wir haben nämlich draußen im Garten, da ist der Garten, gefeiert, Gemeindefeste gefeiert mit Jung und Alt. Und das war immer sehr schön, vor allen Dingen, wenn das Wetter mitgespielt hat. Wir haben viele Menschen in dieses Haus geholt, bei den Hobby- und Handwerkermärkten und seit ein paar Jahren auch bei den Martinsmärkten. Das Haus ist ein wichtiges Haus aus meiner Sicht hier für das Dorf. Ich wüsste kein Haus, wo so viele verschiedene Menschen sich treffen und einander begegnen können. Ich nehme Abschied von diesem Haus und von allen Menschen, die ich hier getroffen habe, und denke ganz freudig auch zurück an das, was ich hier erlebt habe. Wir stehen jetzt im Garten des Pfarrhauses. Für mich war es wirklich etwas Besonderes, hier wieder herzuziehen, denn ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Das sah noch ganz anders aus als jetzt und ich war klein. Ich habe meine Kinderzeit hier in Ahle verbracht, bis ich 8 Jahre alt war. Ich bin die ersten 2,5 Jahre oder 2 Jahre hier zur Schule gegangen und verbinde gute Erinnerungen mit dieser wirklich sehr, sehr freien Kindheit hier in diesem Dorf. Ich bin also wieder in dieses Haus gezogen, das große Pfarrhaus, und habe mich sofort auch zu Hause gefühlt. Das Pfarrhaus ist aber ja nicht so wie ein ganz normales Haus, sondern es ist auch ein Stück ein offenes Haus. Das heißt, es kamen in diesen Jahren auch immer Besucherinnen und Besucher, Menschen, die geklingelt haben zu allen möglichen Tages- und manchmal auch Nacht- oder Abendzeiten und die Hilfe brauchten oder die reden wollten. Das ist das Besondere an einem Pfarrhaus. Ich gucke jetzt hier in ein leeres Haus. Meine Möbel sind schon draußen, ich bin schon umgezogen und ich nehme jetzt, denke ich mal, zum letzten Mal Abschied hier von diesem Haus und sage Danke für alle, die ich hier begleiten durften in diesen Räumen, die bei mir am Küchentisch gesessen haben und eine Tasse Tee getrunken haben mit mir zusammen und wo wir vielleicht gemeinsam ein Stück weitergekommen sind. Ich denke, dass wir jetzt mal in mein Amtszimmer gehen. Dieses ist mein leeres Arbeitszimmer. Es war voll mit Büchern und voll mit Papier und ich habe immer viel zu wenig Zeit gehabt, hier wirklich mal klar Schiff zu machen und aufzuräumen. Ich bin eigentlich nicht so furchtbar viel hier in diesem Raum gewesen, obwohl ich den Blick auf den Kirchturm immer sehr genossen habe. Als Pastorin bin ich gerne unterwegs und bin gerne bei den Leuten. Und das war schön hier in Ahle. Wenn ich mir überlege, in wie vielen Häusern ich war, wie viele Türen mir aufgemacht wurden, zu wie vielen Geburtstagen ich war oder goldenen, diamanten, eisernen Hochzeiten,
was ich alles mit ihnen feiern durfte, das war wirklich schön. Ich bin natürlich nicht nur zu diesen freudigen Anlässen in den Häusern gewesen, sondern auch zu traurigen Anlässen. Ich bin in den Trauerhäusern gewesen und hoffe, dass ich sie ein bisschen begleiten konnte und ein bisschen trösten konnte und ein bisschen helfen konnte in schwerer Zeit. In die Häuser zu gehen und als Kirche auch unterwegs zu sein, das ist für mich all die Jahre in meinem ganzen Berufsleben immer am allerwichtigsten gewesen. Nicht ich bin hier in diesem Amtszimmer, sondern ich bin unterwegs in meiner Gemeinde, wo auch immer sie ist. Wir sind hier jetzt auf dem Friedhof. Der Friedhof sieht jetzt in dieser Abendsonne friedlich aus, heißt ja auch Friedhof. Und doch ist er der Ort der Trauer. Im Hintergrund die Friedhofskapelle. In diesen Jahren habe ich ganz, ganz viele Menschen hier zu Grabe getragen. Ganz viele Trauerfeiern geleitet, gestaltet und ganz viele Angehörige hier begleitet. Manchmal sind Menschen gestorben, alt und lebenssatt, wo sie natürlich fehlen, und so ist das immer bei jedem Tod. Und manchmal waren es die ganz tragischen und traurigen Tode, viel zu früh und nicht zu begreifen. Es ist mir auch oft schwer gefallen, diesen Weg mitzugehen. Und manchmal musste ich auch die eigenen Tränen runterschlucken. Und doch, und das möchte ich vielleicht jetzt mit auf den Weg geben, es ist immer wichtig, diesen Weg auch gemeinsam zu gehen, den letzten Weg eines Menschen mitzubegleiten und mit den Angehörigen diesen schweren Weg auch zu teilen. Es ist wichtig, dass wir eine gute Form finden, Abschied zu nehmen, damit wir weiterleben können und damit wir unseren Lebensweg weitergehen können. Das ist mir wichtig in der Begleitung am Lebensende und eben auch bei dem allerletzten Weg, dem Weg auf den Friedhof und zum Grab. Ich hätte dafür gerne mehr Zeit gehabt und hätte gerne manche Trauernden öfter besucht hinterher und länger auch begleitet. Die Arbeit in einer Kirchengemeinde wie dieser ist aber so vielseitig und so vielschichtig, dass für mich da zu wenig Zeit geblieben ist. Vielleicht gelingt ja irgendwann einer Nachfolgerin, einem Nachfolger und der ganzen Gemeinde zusammen ein Weg, der es ermöglicht, dass mehr Zeit ist, wichtige Wege intensiv und in Ruhe auch mitgehen zu können. Es ist wichtig, gut Abschied zu nehmen. Dieses ist die Kirche, wo ich meine erste Kirchenerfahrung gemacht habe. In dieser Kirche bin ich zum Kindergottesdienst gegangen und vielleicht ist da tatsächlich ja auch schon der Grundstock dafür gelegt worden, dass ich dann Pastorin geworden bin. Der Gottesdienst, die Gottesdienste in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichen Leuten sind für mich immer noch ein Kernstück oder vielleicht sogar das Kernstück meiner Arbeit. Wir gehen jetzt mal in die Kirche hinein. Die Ahler Kirche hat eine wunderbare Orgel. Wie oft habe ich mich darüber gefreut, wenn ich in die Kirche kam und hier Orgel geübt wurde zum Beispiel. Und wie oft habe ich mich im Gottesdienst am Orgelspiel gefreut. Und wie oft haben hier aber auch andere Menschen mit anderen Instrumenten oder mit ihrer Stimme Musik gemacht. Diese Kirche ist ein wunderbarer Konzertraum. Kirche und Konzertraum, Kirchenmusik, das ist auch Verkündigung. Das würde ich der Gemeinde auch sehr ans Herz legen, dass hier weiterhin Musik gemacht wird und weiterhin sich viele Leute an dieser Musik freuen können.
einer Kirche gibt es unterschiedliche Orte für mich, aber auch für die Gemeinde. Hier im Altarraum, am Altar, ist eher der Raum, wo viele denken, dass sie der Pastorin und dem Pastor vorbehalten sind. Aber es ist ja auch der Ort, wo wir uns als Gemeinde versammeln zum Heiligen Abendmahl, wo wir miteinander teilen. Das ist für mich von ganz großer Bedeutung, dass wir alle eingeladen sind zum Gottesdienst, zum Abendmahl, so wie wir sind, mit allem, was wir mitbringen, und dass wir alle, so wie wir sind, dann auch angenommen sind und eingeladen sind, miteinander zu teilen, weil Gott mit uns teilt, sich mit uns teilt, so wie Jesus sein Leben geteilt hat mit den Menschen. Das ist das eine, der eine Ort, der nächste Ort, der für die Pastorin und den Pastor wichtig ist, ist die Kanzel. Und jetzt werde ich auf die Kanzel gehen. Ich bin gar kein Kanzeltyp. Ich bin viel lieber unten. Aber in dieser Alakirche hat die Kanzel doch einen großen Vorteil. Ich kann nämlich die Gemeinde viel besser sehen, wenn ich hier oben bin. Und es geht mir nie und nimmer darum, irgendjemanden abzukanzeln, sondern ich möchte im Dialog, in Kontakt und in Kommunikation mit meiner Gemeinde sein, mit denen, die hier sind, sonntags, die zuhören und die mitmachen, mitdenken, mitbeten, mitsingen. Insofern ist doch diese Kanzel auch ein wichtiger Ort. Aber genauso wichtig ist es, in der Gemeinde zu sein. Jetzt werde ich aber erstmal zum Taufbecken gehen. Beide Sakramente, das Abendmahl und die Taufe, haben ihren Ort im Altarraum, hier vorne in der Kirche. Die Taufe könnte auch hinten am Eingang sein, weil wir durch die Taufe in die Gemeinde kommen. Aber das Taufbecken, unser schönes altes Taufbecken, steht hier im Altarraum. Viele Kinder habe ich hier getauft. Manche konnten schon selber zum Taufbecken gehen, die allermeisten wurden aber getragen. Gestern habe ich einen Konfirmanden getauft, den ich dann auch gefragt habe, willst du getauft werden? Und er hat ja geantwortet. Die Taufe als Eingang in die Gemeinde, als Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott und auch der Angewiesenheit auf Gott. Ich glaube, dass wir alle Gottes Kinder sind, dass wir aber dieses Zeichen der Taufe und der Angenommenheit immer wieder auch brauchen. Dieses Taufbecken hat noch eine andere Funktion, nämlich Heiligabend steht unten tief in diesem alten Taufstein das Friedenslicht aus Bethlehem. Das Licht, das dann tagelang brennt und von dem sich andere dann Licht holen können und es in ihre Häuser mitnehmen können. Ich werde jetzt mich aus diesem Altarraum, in dem ich mich als Pastorin sicher am meisten bewegt habe in den Gottesdiensten, in die Bank setzen, so wie die Gottesdienstbesucherinnen und Besucher. Mir ist das ganz wichtig, dass ich jetzt hier in der Bank sitze. Gemeinde ist Gemeinschaft. Alles, was ich hier getan habe und was ich in meinem ganzen Berufsleben als Pastorin getan habe, habe ich mit anderen zusammengetan. Gemeinde, Gemeinschaft geht nicht alleine. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, vielleicht am allerwichtigsten, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass wir gemeinsam handeln und dass wir auch gemeinsam Gottes Wort verkündigen, wie auch immer wir das tun. Ob das durch das Wort ist oder durch die Musik oder ob es durch das Handeln, durch das Tun und das gemeinsame Leben in der Kirchengemeinde ist. Die Kirchengemeinde Aale hat ein ganz, ganz großes Potenzial. Viele Gruppen und Kreise, von jung bis alt, treffen sich, das habe ich ja schon erzählt, im Gemeindehaus.
Und sie werden eigentlich alle geleitet und begleitet von Menschen, die das ehrenamtlich machen. Genauso wie die Gemeindeleitung ja auch bei ehrenamtlichen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern liegt. Gemeinde kann nur leben und funktionieren, wenn ganz, ganz viele Leute mitmachen und ganz viele eins wollen, nämlich ja, das Reich Gottes auf Erden in irgendeiner Weise spürbar zu machen. Das, denke ich, sollte unser Anliegen sein. Ich denke, dass viele hier das können und das auch zeigen und auch leben und wünsche allen weiterhin alles, alles Gute, Gottes Segen, der auf dieser Arbeit hier liegen möge. Ich sage jetzt auf Wiedersehen. Adieu, Gott mit euch. Ich gehe in den Ruhestand und bedanke mich für 6 gute letzte Jahre, die ich hier in Ahle in der Kirchengemeinde verleben durfte. Ich bin froh, dass ich mich damals entschieden habe, hierher zu kommen und freue mich jetzt aber auch auf den Ruhestand. Alles Gute, ich denke, dass wir in Verbindung bleiben.